Hallöchen, liebe Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Elite Dangerous in der Gamma 2.0. Wir kommen der Release-Version immer und immer näher, mit jedem Tag ein Stückchen. Noch knappe... Moment, was für ein Datum haben wir heute überhaupt? Heute haben wir den 13., ne? Ja. Noch so knappe 50 Stunden ungefähr. Wobei, nee, kann man nicht sagen. Je nachdem, wann der Patch halt rauskommt. Sagen wir mal so zwischen 50 und 55 Stunden. Und wir haben ein neues, wundervolles Spielchen in der Hand. Bis dahin haben sie noch Zeit, ein bisschen zu arbeiten. Und ja. Ich bin gespannt. Was mir übrigens gerade einfällt, ich hatte ja die ganze Zeit dieses Spiel so auf diesem Deutsch-Modus umgestellt, das habe ich jetzt mittlerweile wieder umgestellt. Vielen Dank dafür, für den Hinweis, dass man das im Launcher jetzt umstellt. Und, aber nochmal ein Hinweis dazu, ihr müsst bitte immer bedenken, wenn ich eure Tipps irgendwie nicht großartig sofort umsetze, das liegt daran, dass ich immer im Voraus aufnehme. Ich kann ja nicht quasi immer just in time anfangen aufzunehmen und dann quasi sofort hochzuladen. Das passiert passt einfach zeitlich null. Das kann man vielleicht als hauptberuflicher Let's Player machen, aber normalerweise produzieren die ja auch vor. Kennt man zum Beispiel von der Pizmeat Crew. Die machen ihre Minecraft-Seasons ja teilweise Monate vorher. Und ja, also wenn ich mal so einen Tipp nicht direkt umsetze, ihr wisst, woran es liegt. Ich produziere vor. Köpft mich nicht gleich, wenn ich es nicht direkt umsetze. Das wäre sehr freundlich. Ich versuche mein Bestes. Das ist wieder eine Signalquelle. Ich komme nicht zu meiner Station, wo ich eigentlich hin wollte. Aber das ist jetzt einfach mal gerade viel interessanter, muss ich sagen. Ich hoffe, großes Kopfgeld. Ganz großes Kopf. Das ist ja noch ein. Oh, ah. Da wollen sie mich nur wieder. Wollen sie mich nur wieder verführen, dass ich zu der anderen fliege. Das könnt ihr vergessen, Leute. Ich hol mir die hier. Eine ASP. Ah, vergessen. Ach, der ist wanted, sagst du. Ach, scheiße. Und die restlichen. Freaks gehören zu dem. Und okay, gut. Wollte gerade sagen, ich hatte gerade ein bisschen Schiss, dass meine Shield Cell Banks sich irgendwie wieder die Tasten geändert haben, aber mir ist gerade aufgefallen, meine Schilde sind ja, glaube ich, mittlerweile etwas größer. Das heißt, das dauert ein bisschen länger, bis die voll aufgeladen sind. Scheiße. Warum ist mein Thermal Overload so schnell voll? Na gut, dann heißt es wieder abwechselnd Feuer mit den Lasern und mit der Autokanone. Ich höre mal kurz auf zu feuern, nicht, dass er abhaut. Komm schon, geh drauf, du Drecksack. Nein! Oh, nicht hinter mich fliegen, da treffe ich dich doch nicht mehr. Eigentlich hätte ich gestern Abend ein Tutorial bringen sollen. Ich hoffe, dass ich es heute geschafft habe. Aber momentan Zeit ganz, ganz, ganz schlecht. Weil so ein Tutorial ist dann ja doch ein bisschen mehr Arbeit. Ich weiß nicht, ob ihr das erste gesehen habt. Aber da habe ich ja quasi auch alle Tasten und so... nee, nicht alle Tasten, alle Felder, die ich gezeigt habe, quasi... ja, mit Kreisen umringelt. Was ich gerade halt verdeutlichen wollte dann. In dem Moment. Komm schon. Nein! Oh Mann, ich krieg die Krise. Ich hasse euch alle. Alle. Na gut, dann kümmere ich mich um den und du kümmerst dich um den anderen, ja? Danke. Scheiße, ey. Jetzt habe ich schon wieder unendlich viel Munition auf so einen Wichser verblasen und krieg dafür nicht mehr die Kohle. Ups, Entschuldigung, böses Wort benutzt. Das
macht man ja nicht. Oh nein, und jetzt kämpft er auch gegen die Kobra. Unverschämt. Und jetzt kämpfen sie alle gegen die Kobra, oder was? Ich versuche jetzt mal ein bisschen eher auf die Laser zu setzen. Ich habe keinen Bock, schon wieder nachher 20.000... Nee, ich glaube maximal kann ich 4.000 oder so verblasen für die Muni. Bin mir gar nicht so sicher. Auf jeden Fall versuche ich es halt ein bisschen einzudämmen jetzt. So. Oh, und jetzt scannen sie mich auch noch. Was ist denn hier los? Ich glaube, der schießt gerade auf mich, kann das sagen. Du dumme Drecksau. Der... Jetzt muss ich doch noch eine Shield Cell reinhauen. Nur weil der Vollidiot gegen mich geflogen ist. Kriege ich doch echt einen Anfall. Ich glaube, ich muss... Vielleicht, also wenn ich halt später mal ein anderes Schiff habe, also Cobra wird ja quasi logischerweise das nächste Schiff sein, das ich haben werde. Vielleicht werde ich dann tatsächlich mal dazu übergehen, mir vielleicht noch eine Railgun oder so mitzunehmen. Das hat einfach... Endlich, danke. Das hat einfach den Hintergrund, dass ich mir dadurch ein bisschen bessere Last-Schuss... Scheiße. Nur weil ich den noch nicht fertig gescannt hatte. Dankeschön. Ne, weil durch so eine Railgun hoffe ich mir so ein bisschen so eine Last-Schuss-Chance. Quasi, weil die macht ja ziemlich viel Schaden. Und kurz bevor der Schaden, beziehungsweise die Hülle eines Gegners dann auf Null sinkt, quasi nochmal mit der Railgun draufhauen, damit es auf Null geht. Weil dann kann mir keiner mehr meinen Kill streitig machen, weil dann platzt das Ding einfach hoffentlich sofort. Muss man mal gucken, ob das sinnvoll ist. Oder ob das überhaupt machbar ist, gescheit. Ich denke aber schon, dass das gar nicht so eine schlechte Idee ist. Könnt ihr mal euren Senf dazugeben, würde mich mal interessieren, ob ihr das für sinnvoll haltet. Weil für was anderes ist eine Railgun meiner Meinung nach nicht zu gebrauchen. Die ist extrem schwierig zu bedienen. Aber so ein letzter Schuss, so ein Gnadenschuss, ich glaube... Wenn man da nah genug ran ist, den kann man ziemlich gut setzen. Nein, 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 nein. Nicht abhauen. Und warum bin ich jetzt schon wieder ein Böser? Nicht abhauen. Vergiss es. Nein. Naja, gut, war klar. Naja, macht nix. Immerhin ein Kill. Ich weiß, ich hätte nicht so doll draufballern sollen, aber... Und du schießt immer noch auf mich, sagst du. Sehe ich jetzt irgendwie anders gerade, aber... Ich bin gerade überlegen, ob ich den mal... Soll ich den mal rösten? Ich kann es nicht leiden, wenn Leute auf mich schießen. Aber was sind das da hinten für Schiffe? Ich will erst mal kurz gucken, was sind das da hinten für Schiffe? Nee, das waren... Container... So, jetzt, dann können wir mal versuchen, wie sich's anhört, wenn man den kaputt macht. Treffe ich den? Ja. Scheiße, schon wieder über den Haufen geflogen. Leute, ich muss mich mal kurz um diese System Authority Vessel kümmern. Die geht mir gerade etwas auf den Senkel. Hallöchen. Ja, ich schieße auf dich. Und jetzt? Eine Strafe kriege ich sowieso schon. Also geh mir nicht auf den Sack und stirb einfach. Bisschen thrusten. So, und jetzt bist du hinüber. Ist ziemlich praktisch, dass die Autokanone oben auf dem Dach ist. Treffe ich wenigstens gescheit. Auch wenn er ein bisschen außerhalb meines Schussbereichs ist. Boom! Das hat sich jetzt natürlich, rentiert. Scheiße. Na gut, war klar, dass ich dafür eine Strafe bekomme, aber jetzt ist er wenigstens hinüber. Geht er mir nicht mehr auf den Sack. Ob's das wert war?
Eher nicht so. Ich wollte ja eigentlich auf der guten Seite des Gesetzes bleiben, aber damit habe ich mich gerade wohl ins Ausgeschossen. Naja, gut. Dann werden wir halt doch böse. So schnell kann es gehen. Ne, möchte ich eigentlich nicht, aber mal gucken. Vielleicht lässt sich damit ja auch ein bisschen Geld verdienen, mit böse sein. Pirat möchte ich keiner werden, dafür habe ich das falsche Schiff momentan. Aber es gibt ja immer mal wieder diese Missionen, zerstöre so und so viele Autoritätsschiffe oder Zivilschiffe und so weiter und so fort. Damit kann man ja auch ein bisschen Geld verdienen, müssen wir mal gucken. Vielleicht ist das ja was für uns. So, wo ist der Eingang? Moment, wo ist die Drehachse? Da ist die Drehachse, wir müssen darüber. Ich hoffe jetzt natürlich, dass ich immer noch brav in und aus Station rauskomme. Und die mir nicht sofort Pelz wegbrennen. Wobei, ich glaube... wird man... Scheiße, ich glaube, ich war noch nie in der Situation, dass ich so eine hohe Strafe auf mich ausgesetzt... Ja, doch. Halt durch Handelsbetrug. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Aber... schlimme Dinge habe ich noch nie getan. So, jetzt werde ich gerade gescannt. Mal gucken, was passiert. Okay, es geht anscheinend tatsächlich bei Stationen nur darum, dass man geklaute Sachen dabei hat oder halt nicht. Weil sonst hätten sie mich gerade schon zerschroten können. Also scheint momentan noch alles in Ordnung, was wir da so gemacht haben. Jetzt gucke ich nur mal. Wie viel ist denn das jetzt insgesamt? Und hier wieder 2000 an Munition verblasen, nur dafür, dass ich kein Geld bekomme. Naja. Contact. Das ist halt schon... Alter. 14.000? Warum denn auf einmal 14.000? Okay. Und meine Local... und meine Bounty Vouchers kann ich hier nicht einlösen. Warum? Waren das etwa... was? Hä? Moment mal. Ich hab doch... einen für 7.500 oder so... habe ich doch kaputt gemacht. Oder wird das damit komplett ausgelöscht, wenn ich dann auf einmal böse bin? Boah. Das finde ich jetzt aber gerade... muss ich sagen, ziemlich scheiße. Das hier ist übrigens neuer Typ 7 Transporter. Okay. Jetzt habe ich natürlich ein Problem. Finde ich nicht gut. Was haben wir hier? Eine Spende. Ich soll 2 Sklaven spenden. Ich glaube, es buggert, ey. Boah. Ich bin gerade ein bisschen... angekotzt. Und hier, das ist der neue Lakon-Transporter. Sieht aus wie eine Kiste. Eine Holzkiste. Sieht komisch aus. Nicht hübsch. Scheiße, ich bin gerade echt ein bisschen irritiert. Ich glaube, ich versuche mir jetzt mal... also ich hoffe, dass die hier auch vielleicht größere Cargo-Racks haben. Oder noch zusätzliche. Ich muss Geld verdienen, ey. Schnellstmöglich. So ein Kurierjob wäre jetzt super. Vielleicht mache ich mich auch langsam wieder auf den Weg zurück nach Eranin oder sowas. Ah, ich bin gerade so unentschlossen. Wie sieht es denn hier eigentlich mit Frameshift-Drives aus? Neuer wäre halt schon geil, ne? Muss man sich mal vorstellen. Momentan... Moment, wollen wir kurz mal comparen. Es ist ja auch total doof. Da kriegst du hier nicht angezeigt, wie weit du springen kannst. Das kriegst du nur hier angezeigt. Ich
Ich weiß gar nicht, wie viel kann ich denn momentan springen? 7 Lichtjahre. Und wie viel könnte ich mit einem 9 springen? Oder 7,6 besser gesagt. 16. Boah, das ist halt schon crazy, ey. Aber kostet aber halt auch eine halbe Million. Wie viel koste ich, könnte ich mit so einem Teil machen? Immerhin 11. Und der ist jetzt nicht so viel und nicht so teuer. Aber gut. Wie sieht's denn hier aus? Nix. Ja, den Rest brauche ich mir eigentlich gar nicht angucken. Könnte höchstens halt meine Powerplant eintauschen, aber macht das Sinn? Zeig ich mal, was kann die denn so? Ach, das ist die 8000er. Wo ich ja letztens überlegt habe, soll ich die nehmen oder die, die ich jetzt drin habe. Ach, scheiß drauf, komm, wir werden schon irgendwann wieder Geld verdienen. Lass das jetzt einfach mal. Aber ich sage trotzdem für heute mal Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, Leute. Tschüssi.